Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und wir sind genau hier an dieser Stelle, wo der Typ explodiert ist. Also, da raucht es immer noch. Ich habe mich gestern nämlich ausgeloggt, um Subnautica aufzunehmen und dann, ja. Und das ist auch alles noch offen? Ist das meine private Spielwelt? Oh. Oh. Komm her, Kleiner. Ich verschwende keine Munition. Also, wir gucken mal. Wollen wir heute jagen oder wollen wir mal langsam questen? Oh, zum Glück gibt es nichts zu jagen. Ah, oh, sehr schön. Ich war gerade übrigens im Atomic Shop und da gibt es leider noch nichts so Großartiges. Naja. Ist meine Werkstatt immer noch? Nicht im Besitz. Na gut. Schade. Hätte ich dahin schnell reisen können. 25 Kronkorken. Verfolgung beenden. Ja, wir sind jetzt wahrscheinlich hier unten irgendwo, ne? Ja. Na gut, dann reisen wir dahin. Und jetzt machen wir langsam mal die Quest, würde ich sagen, ne? Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Wir müssen unser Arsenal irgendwie aufstocken. Dafür brauchen wir Schrauben. Und deswegen ziehen wir jetzt los und questen ein bisschen, dass ich hier mal spawne vom Stein, ey. So, was haben wir noch? Schalte den WGRF-Krafton-Sender ein, finde den Responder-Außenposten, den nächsten Tagebucheintrag in der Morgentown High School, folge dem Weg der Aufseherin, ne? Machen wir dir erstmal Folge dem Weg der Aufseherin. So, und damit das Ganze alles rechts da nicht unübersichtlich wird. Ne? Wir machen erstmal erster Kontakt. Ja. Moment. Habe ich da noch eine andere Cam? Cam, sag ich schon. Quest aktiv. Registriere dich als Freiwilliger. Da wahrscheinlich dann, ne? Ah, da. Okay, gehen wir erstmal dahin. Der Rest kommt dann noch. Und vielleicht finden wir auch das Zelt irgendwo. Irgendwann. Keine Ahnung. Ich will es einfach nicht nochmal machen. Wir haben die eine Folge schon so viel Zeit dafür verschwendet, diesen komischen Schatz zu finden und der war einfach nicht zu finden. Nein, da wollte ich nicht hin. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich zur Karte komme. So, was wollte ich machen? Gegenstand. Notizen. Ist das ein Zelt? Oder ist das ein Stein? Ach, Leute. Ich weiß auch nicht weiter. Ich werde nach der Folge suchen. Nach der Folge habe ich ein bisschen Zeit, da muss ich ein bisschen rendern. Und dann werde ich rumlaufen und suchen. Okay, Waffen. Ich möchte nicht meiner Sniper rumlaufen. So viel Scheiße hier. 308er Munition darf ich nicht verwenden, okay. Leider habe ich die nur. Ich habe nichts anderes. Ja, meine Laserpistole, aber dafür habe ich keine Munition mehr. Okay. Ich habe nur noch die 308er. Aber ich war gerade zu Hause. Ich hätte. Naja, egal. Wir werden unterwegs schon irgendwas finden. Irgendwas lässt sich ja immer machen, ne? Mr. Handy. Rachel? Du bist nicht Rachel, oder? Zielfernrohr. Kann man sich hier eine Markierung setzen? Ich bin stets auf der
Wäre schön gewesen, wenn man sich mehrere Markierungen setzen könnte, aber naja. So, nur für den Fall der Fälle. Da hinten ist der Leuchtturm. Supermutant? Hier? Voll der Gangster, ey. Ich weiß nicht, was man da finden soll, aber egal. Wir müssen halt immer den Leuchtturm im Auge behalten, ne? Also nur so nebenbei. Bin ich auch verwirrt. So muss ich dahin. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob das der richtige... Ja, es ist der richtige. Eventuell doch hier irgendwo in der Nähe. Ich weiß es nicht. Es reizt mich halt, diesen Schatz zu finden. Ich will wissen, was der ist. Ja, wir laufen mal hier entlang. Gucken mal, ob hier an der Ecke irgendwo ein Zelt ist. Wo wir den Leuchtturm nicht richtig sehen können. Es muss ja nur ein kleines Camp sein. Da kann ja nicht so schwer zu finden sein, oder? Hier, da ist ein Camp. Hab ich gesehen, Junge. Hey, bist du blöd? Oh, sammle Holz. Okay, hier haben wir ein Zelt. Aber keine Gitarre, ne? Dreck. Oh, guck mal, die haben sich versucht, unter die Bäume zu verstecken. Wie der Hund gerade. Es ist also noch ein Zelt. Aber ohne Gitarre. Na gut, laufen wir weiter. Ich werde den schon finden, Leute. Ich werd da gleich alles abgrasen, bis ich das gefunden habe. Und dann laufe ich die ganze Zeit mit meinem Schlagring durch die Gegend und zerprügel alle Leute, die mir in die Quere kommen. Wie dich. Sorry. Immerhin hast du jetzt nur noch einen Kopf. Ich bin ein Holzsammler. Okay, hier finde ich leider nichts. Noch mehr Holz? Nein, schade. So, Tigerkatze, Hauskatze. Oh, guck mal. Katzenfleisch, Baumwollgarn. Cool. Ich weiß, es ist brutal. Oh Gott. Habe ich gerade die Baumwurfsratte rausgeschossen? Und Munitionsverschwendung. Die armen Katzen, aber Baumwollgarn, Leute, Baumwollgarn. Stellt euch das vor. Eine kleine Kiste. Also bist du halt tot. Ich sollte echt weniger schießen, ne? Bei dir irgendwas. Moin. BTF. Was ist denn da alles drin? Willy May. Überlebensgeschichte Willy May. Okay, gucken wir mal da rein. Und ich sehe. Knopf gedrückt. Ich glaube, es nimmt auf. Ruhe. Hallo? Hallo, hallo. Es sollte funktionieren. Ich hasse diese Dinger. Ich bin Willy May. Man hat mich gebeten, aus pädagogischen Zwecken etwas über mein Leben seit dem Fall der Bomben zu erzählen. Für die Kinder, die noch geboren werden. Eine gute Sache. Eigentlich wollte ich mein Alter damit verbringen, fernzusehen und auf meine Enkel aufzupassen. Aber es kam ganz anders. Ich bin so froh, dass sie es alle rechtzeitig in den Ward geschafft haben. Als ich davon geträumt habe, wusste ich, dass meine Gebete erhört wurden. Mein Ehemann Frank hat früher in den Minen gearbeitet. Kurz vor dem Krieg gab es ein Erdbeben.
kam nicht mehr zurück. Ich weiß nicht genau, was mit ihm passiert ist oder warum er nie zurück nach Hause kam. Aber das ist schon in Ordnung. Seit dem Krieg lese ich nur noch in meinen alten Zeitungen und höre Musik. Zur Abwechslung ist es mal friedlich. Und das ist gut so. Habt ihr schon mal von der Atomlotterie der Watoga Times gehört? Der Gewinner erhält einen 10-Jahres-Vorrat an Bramco Mac and Cheese, Salisbury Steak und natürlich Nuka-Cola. 20 Jahre lang habe ich bei dieser Lotterie mitgespielt und im Monat vor dem Krieg habe ich sie endlich gewonnen. Der Gewinn hat zwar nur 8 Jahre gehalten, aber es gibt ja niemanden mehr, bei dem man sich beschweren könnte. Als die Vorräte alle waren, hörte ich über das Radio den Aufruf der Responder. Also machte ich mich auf die Suche nach ihnen. Sie waren eine große Hilfe. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Zumindest für eine Weile. Wie schalte ich das aus? Verfluchtes Gerät. Der Knopf ist es nicht. Der auch nicht. Ah, der hier. Wieso sammle ich jetzt das kranke Fleisch auf? Ach, egal. Werde ich halt krank. Bin ich überladen? Dezent. Willkommen zurück, verehrte Hörer. Es ist wieder an der Zeit, über das hinauszublicken, was Sie für wahr und richtig halten. Zeit, Ihren Geist der seltsamen, unerklärlichen und manchmal erschreckenden Welt zu öffnen, die in den Schatten der unseren existiert. Hier werden Mythen, Legenden und Gerüchte wahr. Ja, es ist Zeit für neue Geschichten aus den Hügeln von West Virginia. Die heutige Folge Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods wird präsentiert von Zuckerbomben. Das Frühstück mit der Geschmacksexplosion und 100% der empfohlenen Tagesmenge an Zucker starten Sie perfekt in den Tag. Kennen wir doch auch schon. Mit Zuckerbomben. Oder? Unsere Geschichte beginnt an einem schicksalhaften Abend, an dem der junge Pfadfinder-Pionier Fred Fischer ziemlich in der Tinte sitzt. Nach einem Sturz findet er sich an einem dunklen... Ja. Davon haben wir schon zwei. Level up! So, Perception! Deine Pistolen haben bei Verwendung des Visiers mehr Reichweite und mehr Präzision. 40% Chance zusätzliches Fleisch beim Durchsuchen von Tierkadavern. Deine nicht automatischen Gewehre verursachen plus 10 Schaden. Ja, ich glaube, ich hab's gefunden, was ich wollte. Hier kann ich noch einen auswählen? Oh, nee, ich hab's aber nur verkackt. Was? Ich bin jetzt aber nicht... Was? Ich check's nicht. Ich wollte doch ein Level-Up machen. Hä? Verwendung des Visiers, 10% mehr Schaden. Na ja, gut. Hä? Achso, LS. Okay. Da. Den wollte ich doch nehmen. Sehr schön. 10% mehr Schaden nehme ich. Responder Leiche. War ich gerade ein bisschen verwirrt. Oh! Bitte funktioniere hier. Diese Scheiße. Nie funktioniert das. Was haben wir hier? Wer da? Teil 1. Noch mehr davon. Küchenterminal. Anmeldung.
Küchenratatouille. Neue Wolfrud. Oh, Rezept. Lagerungsinformationen. Aha, aha, okay. Maximal für irgendwas. Fehler, Diagnoseprogramm. Interne Kühltemperatur 42 Grad Celsius. Interne Tiefkühltemperatur 67 Grad Celsius. Jetzt aber nicht kalt. Interview Nummer 2. Hast du Delbert Winter? Das hören wir uns gleich an. Als allererstes machen wir Lequesto, ne? Kostenloser Kochunterricht. Kostenloser Kochunterricht für leckere Hausmannskost. Auf dem Parkplatz vor dem Gasthaus in Flatwoods. Pastor Delbert Winters leitet täglich Kochkurse kostenlos für alle Überlebenden. Lasst euch verpflegen und lernt, wie man auf die altmodische Art und Weise kocht. Karte. Aha. Weitere Einzelheiten und den Unterrichtsplan erfahrt ihr von eurem freundlichen Responder vor Ort. Okay, wir sollten kurz was essen oder trinken. Ja, allzu viel habe ich nicht mehr, ne? So. Self-Registration. Okay. Willkommen Überlebender. Dieses Programm wurde entwickelt, um aus gewöhnlichen Überlebenden zertifizierte freiwillige Responder zu machen. Aufgabe der Freiwilligen ist es, anderen zu helfen und unsere Aufgabe als Responder ist es, allen zu helfen, auch Ihnen. Fotomodus-Feature freigeschaltet. Ah, super. Willkommen Freiwilliger, übertrage Kurs auf externe Hardware abgeschlossen. Melde dich bei Responder Keisha McDermott, um weitere Anweisungen zu erhalten. Die ist hier gar nicht drauf. Doch, da. Rang Responder, Beruf Forscherin, Spezialität Hydrologie, Pädagogik. Letzte Anmeldung 25.10.96. Jetzt nicht 76? Letzter Aufenthaltsort Flatwoods River, Unterkunft Weird Church Road. Anmerkung: Überwacht die Wassersicherheitsprotokolle in Flatwoods. Führt langfristige hydrologische Experimente durch. Naja, das war der erste Kontakt. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Nein, bis. Gegenstandsbelohnung. Eins nach dem anderen. Quest begonnen. Werde freiwilliger Responder, indem du das grundlegende das Training abschließt. Ist das jetzt das Tutorial oder was? So, begeben Sie sich bitte zum nächsten. Achso, okay, das muss ich erstmal irgendwo reintun. Ja, ich hab keine Ahnung. Hätte ich mir merken sollen, was es war. Wir werden es nochmal finden. Hier gibt's ja alle Sachen 30 Mal. Von daher, was soll's. So, haben wir hier irgendwas Schönes? Hilfe! Bitte! Ich brauche Hilfe! Lass mich hier raus! Bitte! Bitte! Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Geld? Ja? Ihr wollt Kronkorken?
erwartet Sie das spannende Ende von Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods. In der letzten Folge traf Pfadfinderpionier Fred Fischer im Dunkeln auf das seltsame Mädchen Sally. Aber die beiden sind nicht allein. Hier sind noch andere Leute? Ja, die holen wahrscheinlich nur was zu essen. Sind bestimmt bald zurück. Du kannst mit mir warten, dann geben sie dir bestimmt auch was zu essen. Du musst nur tun, was sie wollen. Was meinst du damit? Wenn sie Spiele mit dir spielen wollen. Spiele? Was sind für Spiele? Ich kenne die Regeln noch nicht so richtig. Meistens sind sie langweilig. Es tut nur weh, wenn sie die Nadeln benutzen. Nadeln? Ja, du weißt schon. Wie beim Doktor. Das klingt für mich nicht nach einem Spiel. Das klingt schrecklich, genau wie diese Leute. Wir müssen von hier verschwinden. Nein, nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Okay, so gut, hör auf zu schreien. Ah, das Licht ist zu hell. Da kommen sie rein, wenn sie was zu essen bringen. Oder wenn es Zeit zu spielen ist. Sally, was ist das für ein Licht, den du da trägst? Sieht aus, als wäre er an deinem Kopf festgeschraubt. So, jetzt kann ich wieder reden, alter Schwede. Oh, wir haben so viel Zeug. Kann alles weg hier. Oh, ich habe schon einen Schlagring. Mit Stacheln. Mit Stacheln oder scharf? Derzeit scharf, ne? Ja, ich glaube, wir behalten mal. Okay. So. Habe ich mein Gewicht jetzt ein bisschen verringert. Ja. Gut, hier ist die Kirsche. Was? Ich drücke aber zu schnell, wenn ich was einsammeln möchte. Und beim Friedhof. Wo soll hier ein verdammter Friedhof sein? Ach, da. Ist das? Hilfe! Bitte! Ich brauche Hilfe! Lasst mich hier raus! Bitte! Bitte! Ich drehe euch an! Lasst mich nicht zurück! Bitte! Bitte! Ja, ihr sagt mir, wo das Scheiß ist. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Geld? Ja? Ihr wollt Kronen kaufen? Mein Erspartes. Ich sag euch, wo es ist. Geht zum Friedhof hinter der Kirche. Das Grab ganz rechts. Stellt euch drauf. Geht direkt durch den Fluss. Auf der Hälfte der
Hier irgendwo? Das ist doch die Lichtung, oder? Oder ist das die Lichtung? Auf der Hälfte des Berges. Wir sind jetzt hier auf der Hälfte des Berges. Auf der rechten Seite soll irgendwo ein Baumstumpf sein. Ich finde nicht mehr durch die Wegbeschreibung irgendwas. Ist das die Lichtung? Oh ne, hier baut irgendjemand. Okay, ich bin krank. Geil. Danke. Weißt du was? Wegen deinem Wasser bin ich krank geworden. Ey, geh doch kaputt. Die geht nicht kaputt, ich kann sie nur reparieren. WTF. Ah! Ah! Hilfe! Oh Gott! Super! Jetzt kriege ich nicht mehr den Baumstamm. Ich bin gesucht! Ich bin gesucht und krank. Alles nur, weil ich Wasser getrunken habe. Geil, seid ihr immer noch böse auf mich? Ich will wirklich nur den Baumstamm haben. Dass man die nicht kaputt machen kann? Eine Lichtung. Ja super, jetzt kann ich auch noch aufpassen, dass keine Spieler zu mir laufen. Okay. Ab sofort bin ich paranoid, Freunde. Bis mich jemand erschießt. Aber ich sehe hier auch keinen Baumstumpf. Du leidest am Wasserverlust aufgrund der... So eine dreckige... Baumstumpf, Baumstumpf. Diese Wegbeschreibung von dem Kerl, ne? Die ist richtig für den Arsch. Das ist ein verdammter Wald. Wer soll nicht wissen, welchen Baumstumpf du meinst? Ich meine, ich bin jetzt offensichtlich zu weit, klar, aber ich gehe jetzt hier einfach mal hoch. Einfach nur, um sicher zu sein. So, und wie löse ich jetzt mein Leiden? Das ist die nächste Frage. Ich fasse es nicht. Bin gesucht. Dabei wollte ich doch Schätze finden. So ein Bullshit. Ich sehe hier keine Lichtung. Okay, wir gehen noch mal kurz dahin. Stellen uns auf das Grab. Okay, kein Spieler ist auf dem Weg zu mir. So schnell geht das. Also, ich habe die Jungs, die ich getötet habe, vielleicht... Ja. Jetzt habe ich den ausverpasst. Vielleicht zu Unrecht bestraft. Hätte ich gewusst, dass das so schnell geht. Dass man direkt am Arsch ist, ne? Hätte ich vielleicht nochmal Gnade walten lassen. Dem habe ich nur so ein dämliches Haus angegriffen. Okay. Er sagt auf das rechte Grab, ne? Hier sind zwei rechte Gräber. Jetzt das Ding. Dann geht man hier rüber. Wahrscheinlich hier rüber.
zu einer Lichtung. Ich werde diese Schätze niemals finden. Aber ich bin zu scheiße dafür. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Vielleicht führt das zu einer Lichtung. Und da ist dann der Baumstumpf. Ey, ich weiß es nicht. Es ist für mich unergründlich, wo ich hin muss. Aber zumindest haben wir ordentlich Holz gesammelt heute. Ich glaube nicht, dass ich hier... Ja, nee. Nee, das sieht nicht richtig aus. Das sieht nicht richtig aus. Vor allem, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier rumlaufe, kann da jederzeit irgendwie so ein Hoshi kommen und mich über den Haufen ballern. Geil. Ach komm, ich bin hier total falsch, also. Irre dich. Scheiß drauf. Gut, Freunde. Ich würde sagen, ich suche jetzt ein bisschen den Schatz. Und ihr schreibt Kommentare. Ist das ein Deal? Ich glaube, das ist ein Deal. So, Lichtung. Wenn ich jetzt hier den Baumstumpf finden würde. Da ist ein Baumstumpf. Ah, das ist nicht die Hälfte des Berges. Wäre zu schön gewesen. Haut rein, ciao.